Jetzt haben wir uns heute mal die Zeit genommen. Wir haben von der Firma Supersense, Comworks, wieder was Neues zum Testen bekommen. Geht richtig, richtig gut. Das ist ein Pad, das kommt unter die Gasflasche. Gehen wir gleich nochmal da rein. Und da kann man wirklich auf der App auch zwei Flaschen, drei Flaschen theoretisch wieder spiegeln, wie voll die sind. Der macht immer eine Gewichtserkennung. Ne? Ah, jede Gasflasche ist ja anders. Alles soweit richtig. Das ist aber so, jede Flasche hat das so wie hier, hier oben das Tara-Gewicht drauf gedruckt. Bei den alle, die neuere geprüft sind, die alten, haben es hier oben im Griff eingestanzt, auch nochmal drin stehen. Das Tara-Gewicht vom Eichdart. So, und jetzt geht man hin, holt seine neue Flasche, stellt die schön auf dem Bett drauf, macht die ganz normal fest, so wie sich das gehört im Reisemobil. So, und dann hat man hier den Füllstandsanzeige. Und da geht man dann hier hin, gehen wir gleich nochmal da rein, gibt hier ein. Flasche 1 habe ich sie jetzt mal genannt, Füllmenge ist ja 11 Kilo. Das ist ja eine 11 Kilo Flasche. So, und Gasflasche, Farbschema. So, und dann kann man hier unten einstellen, was verbrauche ich wofür. Das ist aber erstmal noch gar nicht so wichtig, sondern der wichtige ist dieser Tara-Wert hier. So, die Flasche hat 10,4 Kilo Tara. Und dann geben wir das hier ein. So, und dann sehen wir, jetzt sagt er 99%. Wird er wahrscheinlich sagen, wir haben ja den Deckel noch oben drauf, der ist ja im Normalfall nicht oben drauf. Ne? Beziehungsweise, da können wir jetzt mal ein bisschen, und das ist das Tara-Gewicht ja ein Tickchen höher. Ja. Gehen wir jetzt auf das Tara-Gewicht, stellen wir hier mal ein. Na, weiß ich nicht. Das ist ja ganz einfach hier mit dem Reiter so. 10,1. So, Flasche hat 100%. So, wenn wir natürlich jetzt hingehen, ich kann natürlich jetzt nicht die Flasche losdrehen, hier die Werkstatt verpesten. Ne? Obwohl wir alle unsere Schutzmasken drauf haben, geht aber nicht. Jetzt ziehe ich hier mal ein bisschen Gewicht raus. Dann kann man das direkt sehen. Über das Gewicht bestimmt hier den Füllstand. Dann kann man das auch anzeigen lassen, dass ab so und so ein Gewicht eine Warnmeldung kommt. Ich nehme die jetzt mal runter. Zack, da kommt direkt Flasche 1 unter 0%. Klar, ich habe die runtergenommen, die Flasche. Und dann sagt der 0%. So, wenn ich die jetzt hingehe und ich stelle die wieder drauf, jetzt hätte ich vor der Flasche hier. So, zack, dann sagt er, die Flasche ist voll. Da habe ich dann ja nur eingegeben. Was man beachten muss, ist natürlich, wenn hier oben ein Flaschenregler dran kommt, dann sind die ja, weiß ich nicht, 150 oder 200 Gramm mehr. Das heißt, das muss man einmal beim ersten Mal im Ausprobieren, dann sagt man, jo, ich weiß, ich muss Tara-Gewicht plus 200 Gramm eingeben, damit der genau misst. Weil ich habe natürlich, wie jetzt mit meinem Deckel gerade, oder wenn ich hier einen Flaschenregler drauf habe, sag mal 200 Gramm mehr Gewicht. Das kann man einmal eben ausjustieren. Man weiß, man, hey, oder wenn wir das einmal machen, oder das zusammen, ey, du musst Tara plus 200 Gramm eingeben, plus 250, wie auch immer. So, und dann zeigt der wirklich perfekt an, so wie es rausgeht. Wir gehen jetzt mal hin, volle Flasche mal runter, kriegen wir direkt die Meldung hier, Füllstand unter 0%. Na, war mit der Flasche runtergenommen. Jetzt gehen wir hin, haben hier eine Flasche, eine leere. Wenn die hier da aufstellen. So, jetzt sagt er 9%, weil die Flasche wieder ein anderes Tara-Gewicht. Müssen wir wieder hier hingehen, wie wir gerade gemacht haben. Mache ich jetzt mal eben hier. So. So. Jetzt haben wir Tara-Gewicht, leere Flasche. Hier können wir ruhig machen. Gestern schon ausprobiert. Die Flasche ist leer, ne? Hier kommt noch nichts mehr raus. Die ist ratzika leer. Ich wollte das gewissen. Wirklich, dann ist da 0%. So, da ist die Flasche eingewogen. Hier haben wir jetzt mit Tara von 10,5. Wie gesagt, da müssen wir natürlich wieder gucken mit unserem Deckel und und. So, und dann zeigt das perfekt an. Wirklich klasse System. Zwei Dinger in den Gaskasten rein. Wenn man dann die normale Bluetooth-Box drin hat, um vielleicht ein Frischwasser- oder Abwassersensor etc. drauf hat, da können die bei. So, oder man kann sie, kriegt sie jetzt als Wireless-Sensor. Da kann man sie jetzt einzeln nur für die Flasche nehmen. Ne? Sender 1, Sender 2, kann man alles aufs Handy, aufs Tablet oder ähnliches spielen. Wirklich klasse System, funktioniert auch wirklich einwandfrei. So, wie gesagt, läuft einwandfrei. Sehr hochwertiges System, zeige ich gleich nochmal. Alle Zulassungen für den Gasflaschenkasten und sind vorhanden. Das sind jetzt das erste Prototyp, die anderen werden so, die erste Charge kommt so in 4 bis 6 Wochen.
Ab dann sind sie auch lieferbar. Wir haben gesagt, reinbauen. Wir haben schon die eine oder andere Vorbestellung. Wie gesagt, die erste Charge ist noch nicht so groß. Da müssen wir gucken, wer zuerst kommt. Mal zuerst. Einfache Geschichte. Und hier kann man auch wieder schön einstellen. Das wollte ich noch mal zeigen. Die Warnschwelle, ne? Ab wann soll der mich warnen? Wenn ich 25%, ab wie auch immer. Oder wie schnell soll der Sensor reagieren, ne? Klar, wenn ich ein bisschen fahre und, der wird immer noch schnell stehen. Nicht, dass man dann nachher da Bewegung hat. Darum ist das hier wirklich, kann man sich das schön einstellen. Hier auch wieder, was brauche ich zum Kochen, was brauche ich zum Heizen. Und dann kann ich mir hier deine Restzeit anzeigen lassen. Ne? Wir haben jetzt hier ein paar mehr drauf. Geht's hier mal rüber, bewusst, dass wir nur den sehen. So, Flasche 1, klar, jetzt ist natürlich kein Gramm mehr drin, habe ich ja gezeigt. Keine Zeit mehr über zum Kochen oder Heizen. Ne? Aber bei einer vollen Flasche wohl wieder. Und das ist wirklich ja, einer der wenigen Systeme, die ich kenne, die wirklich einwandfrei laufen. Und wir müssen hier mal ganz klar sagen, das ist hier kein, das ist ein richtiges, massives Material. Ne? Hier sind Schraubfüße drunter, kann man auch ein bisschen aufnivellieren noch. Es ist einfach hier wirklich ein richtig qualitativ hochwertiges Gerät. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Plastikteller oder so eine, ja, wie viele anderen gibt, die man da unter der Gasflasche klemmt oder an der Seite dran poppt. Das ist wirklich was Genaues. Kommt schön im Gaskasten festgemacht. Kommt die Flasche drauf. Ne? Wir haben jetzt hier klar noch einen Anschluss. Der kommt nachher weg. Das ist jetzt nur der Prototyp, bevor jemand kommt. Ah, ist ein Ding. Kommt fest angeschlossene Kabel mit kleiner Durchführung bei für außerhalb und. Das ist jetzt nur hier zum Zeigen. Aber das, wenn man das hier sieht, ne? Das ist richtig robustes Material. Klar, der Hersteller achtet da drauf. Es ist natürlich hier, kommt Gewicht drauf, die schwere Gasflasche, dem Gas. Aber das ist wirklich qualitativ sehr, sehr, sehr hochwertig und gut gemacht. Ne? Also muss man wirklich fairerweise sagen, freue mich schon drauf. Wir haben, ja, ich glaube, es ist ein 8-Wochen- oder 9-Wochen System. Der kriegt 2 von den Gasflaschensensoren rein. Der kriegt einen Sensor für den der kriegt Gasflasche 2 rein für den Gastank in dem Fahrzeug, Frischwasser und Abwasser. Und ich glaube sogar noch Fäkalien, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Der kriegt wirklich das komplette Paket rein. Wir haben ja noch mal ein extra Video gegeben, dann machen wir das so, weil das wirklich klasse System. Bin ich total von begeistert. Ja, ich kann einfach nur sagen, ja, wer das nicht einbaut, ist selber schuld. Ne? Sag mal wirklich. Gasflaschen-Thema ist ja immer so ein Thema, ne? Klar, mit Umschaltanlagen und. Sehe ich an der roten Lämpchen, okay, die Anlage ist umgesprungen auf dem nächsten auf der nächsten Flasche. Aber da weiß ich, was habe ich drin, was habe ich nicht drin. Wie weit komme ich noch mit meinem Gasvorrat? Ja, bin ich wirklich richtig von überzeugt. Auch wie die Wassersensoren und. Das sind wirklich richtig gute Sachen. Von der Firma Comworks, die da entwickeln, kommen auch noch einige Neuerungen im Laufe des Jahres, habe ich gehört. Aber das sind wirklich hochqualitative Sachen, die entwickeln und fertigen. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Jo, das wollte ich euch mal gerne zeigen. Wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Ich habe das gestern schon probiert. Im Fahrzeug habe ich da kurz die Heizung laufen lassen und. Zieht das natürlich in der Länge. Aber wie gesagt, wenn wir das installiert haben, im Fahrzeug fest, das erste Mal, werden wir das mal nochmal zeigen. Nur schon mal so als Vorankündigung. Ja, perfektes System. Jo, wir kämpfen uns durch. Bleibt alle gesund. Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.